Jo, was geht ab? Ein kleines Update, weil nächste Woche Freitag tatsächlich schon schmerzlos überall in den Läden sein wird. Auf Amazon ist die Box so gut wie ausverkauft, also ich weiß, dass das, was jetzt da ist, wirklich die letzten Restbestände sind. Wundert euch nicht, wenn es morgen oder übermorgen nicht mehr da zu bestellen ist. Ihr habt allerdings noch die Möglichkeit, bei Universal im Chapter One Store oder bei Saturn oder bei Mediamarkt da auch noch die letzten abzugreifen. In den Läden wird es vereinzelt welche geben, aber halt auch nicht viele. Weil das ja wirklich eine limitierte Box ist. Oh, sorry, ich muss eben auf den anderen Arm wechseln. Ja, nächste Woche Freitag ist es soweit. Release. Ich möchte mich mit euch am Alexanderplatz treffen an diesem Tag. Damit wir zusammen ein paar Fotos machen können, Selfies. Und idealerweise treffen wir uns natürlich vor einem Mediamarkt, damit wir auch zusammen da reingehen können und uns da ja, ein paar CDs holen können zusammen, die ich euch dann im Anschluss signiere. Amazon liefert ja gerne mal die Boxen einen Tag vorher schon aus, oder wer sie an diesem Tag bekommt, der kann die natürlich auch mitbringen und die signiere ich auch und wir machen Fotos. Ja, einen Tag später treten wir dann in Münster auf. Nachholkonzert von der Pre-Listening-Tour und halt irgendwie auch gleichzeitig die Release-Party. Wird ein krasses Ding. Alle Karten von damals behalten natürlich ihre Gültigkeit und ihr könnt euch jetzt auch noch bei Eventim die Tickets holen. So, falls ihr Angst habt, dass die nicht rechtzeitig ankommen, die Tickets kann man sich auch ausdrucken. Und dann kommt ihr auf jeden Fall rein. Wenn ihr auf dem Link seid, werdet ihr auch die anderen Tour-Dates finden, weil wir ab September auf Tournee gehen. Und ich sage nur so viel, es läuft sehr gut und wer keine dicken Backen machen will, der sollte sich auf jeden Fall langsam mal eine Tourkarte holen. Ja, nächste Woche ist das Album draußen, Alter. Ich kann selber irgendwie noch gar nicht fassen, weil es so ein ewig langer Prozess war und jetzt ist es dann auf einmal da. Ja, krass. Am Release-Tag gibt es natürlich noch ein neues Video. Ach so, und jetzt kommenden Freitag. Ich war bei JamFM und habe da 44 Bars exklusiv gerappt. Die kommen ab Freitag auch online. Also nicht auf meinem YouTube-Channel, sondern bei JamFM. Aber wer mein Insta-Profil verfolgt, und das solltet ihr alle jetzt langsamer machen, der kriegt sowieso auch immer ein bisschen mehr mit. So, das war's von mir fürs Erste. Ich melde mich bald wieder zurück mit neuen Infos, weil ich jetzt sowieso YouTuber werden will und ja, euch mit Blogs versorgen will. Bis bald!